Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu der letzten Folge von A Dead of Night. So, wir müssen unsere fünf Freunde befreien. In 111, 115 sind die ersten. Da gehen wir jetzt mal zuerst hin. Dafür müssen wir, glaube ich, hier ganz am Ende lang. 111, 115. Die befreien wir jetzt mal eben ganz schnell. 113. 112. Das heißt, hier ist 115. Ach, ja, zuerst sind. Ja. Ich weiß. Komm. Rein da. Get to the elevator as quickly as you can. So. Schaffen wir das jetzt im zweiten Durchlauf? Das wäre so geil. Wir warten erstmal. Fünf, vier, drei, zwei. Und dann niest die Zicke hier auch noch. Alter, mein Herz. So. Ich glaube, wir können raus. So, jetzt in Zimmer 111. Go! Aber es ist fast immer dieselbe, ne? Also die Haarfarbe und der Arsch sind immer irgendwie dieselben. So. Get to the stairs as quickly as you can. Yes, man. So, wir warten jetzt auch hier ein bisschen. Dann gehen wir in die dritte Etage. Welche ist das? Warte mal. 303 nur. Danach die beiden in der 2. So, 10 Sekunden warten wir hier. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Zugriff! Wie, du stehst hier jetzt, ey. Gar nicht krank. Wieder rein! Hallo? Ich höre ihn. Wir warten jetzt nochmal 5 Sekunden und dann laufen wir los. 4, 3, 2, 1. Okay, go! Okay, und wieder rein.
Sorry, aber das klang mir einfach eindeutig zu nah. Ich füll mal eben kurz mein Glas. So. Damit ist auch der Energy am Ende. Okay, so. Jetzt. Lass uns zum Fahrstuhl. Vielen Dank. Bitte nicht, geh weg! Nein, mach nicht die Tür auf, mach nicht die Tür auf! Der Typ, ey. So, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, jetzt ganz schnell zum Fahrstuhl. Und jetzt ganz schnell in die 3. Komm, 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 komm! Du brauchst zu lange! Schneller! Gott! So, welche 3? 305 war das, glaube ich, ne? Ne, 303. Okay. Also hier rechts. Machen wir mal hier. Das war 302. Da oder da, da oder... Nehmen wir mal hier. Oder hier. Da, 303. Go, 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 go! Achtet mal auf die Haare und den Arf. Komm hier, Sky. Okay, nee, das scheint jetzt doch eine andere gewesen zu sein. Get to the elevator as quickly as you can. Ist immer dieselbe Sequenz hier, okay. Ja, das mache ich, Icke. So, jetzt an. Oh, bitte nicht. Ich habe doch nur noch zwei Stunden. Nein. Liebe. Ja. Aber nein, nein. Hier ist keiner. Bitte gehen Sie. Danke. Ade Chuchu. Ja, er kann die Tür, ab und zu macht er die Tür auf und dann ist halt vorbei. So. So. In der 1 müssen wir... Ne, in der 2, Entschuldigung. In der 2 müssen wir 209, 210. So. 209, 210. Wir warten jetzt hier einen Moment.
dieses Ur... Oh, gut, dass wir gewartet haben. Dieses Uhrticken, ne? Macht einen noch nervöser. Wir warten noch mal einen Moment. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay. Ich glaube, hier bin ich falsch. Da muss ich lang. Egal, hier. Ruf den Fahrstuhl. Und jetzt sofort in die Zeit. Alter, wie lange braucht der denn? Komm schon, der ist hinter mir. Fahrstuhl. Bitte. Hä? Alter, wie lange hat der denn jetzt gebraucht? Gott! Warum braucht denn der Fahrstuhl so lange? Ich scheiß mir gleich echt in die Hosen. So, 209, 210. Hier rechts. Ich glaube hier entlang. Okay, dann doch da entlang. 207. 8, dann ist 9 und 10 hier vorne. Da. Get to the stairs as quickly as you can. Jetzt haben wir spiegelverkehrt. Okay, bisschen Abwechslung muss ja sein. So, jetzt nur noch die im Nachbarzimmer. Der kann mich auch nicht in Ruhe lassen, ne? Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Go, 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 go. Ach, verdammt, ja, ich weiß. Das ist jetzt dieselbe. Raus mit dir. Oh. Hier, raus Get mit dir. Get to the elevator as quickly as you can. So, damit... Wir haben jetzt alle fünf Freunde... Jetzt finde den Ausgang und flieh. Der Ausgang wird natürlich Erdgeschoss sein, ist ja klar. Erstmal zum Fahrstuhl kommen, das wird das Problem, weil wir sind hier gerade in einer Sackgasse. Das heißt, wir haben gerade nur einen Weg nach draußen. Und wenn er im Laufe dieses Weges auftaucht, war's das. Das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Wow! Boah, Gänsehaut. Ja,
Ich habe so ein Bedürfnis, gerade echt ein bisschen zu warten. Ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, für die Zuschauer auf YouTube, wie fandet ihr das Spiel bisher? Ich muss sagen, die Story ist echt gut gemacht. Für so ein Spiel, es ist ja auch nicht mit, es ist ja nicht von so einem großen Macher. Hi, Emmy! Oh. Und ich muss sagen, für ein Horror-Game mega geil gemacht. Also die Horrorsequenzen sind wirklich enorm geil. Hau ab, Jimmy! Ich bin in der zweiten! Entschuldigung, in der dritten! Geh hoch! Als Psychopath verzieh dich! Wollen wir es probieren? Okay. Komm schon. Erdgeschoss. So, jetzt ganz schnell hier weg. Nein. Ja. Ja, ja, schön, schön, schön. Wie der Falsche! Auch der Falsche! Hier kann ich ihn nicht benutzen! Lauf, 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 lauf. Oh. Wo ist denn noch eine Tür? Fuck. Noch eine? Nee, ne? Im Keller vielleicht? Wir gehen mal runter. Geh runter. Wo ist denn die Ausgangstür, verdammt? Ist hier vielleicht noch eine? Nein, gibt es nicht. So. Also die geht nicht, die geht nicht, da hinten geht auch nicht. Da geht's nicht. Das heißt, es muss ja irgendwie eine Kellertür sein. Wir gehen einen tiefer.
absolut dunkel. Erste, zweite, dritte geht doch nicht. Erstgeschoss. Oh Gott, ey. Wo ist denn der Ausgang, verdammt? Hier ist nichts. Da ist auch nicht. Der Nebeneingang war es doch. Was? Was für ein Nebeneingang? Hier? Hier ging das doch nicht. Alter, dreh das Schloss auf. Oh. Gott! Also einfach nur auf die Tür drücken. Das ist Jimmy. Please just stop it, stop it. You're always going to do it, Jimmy. I'm in charge. Not you. I'm in charge. In jedem von uns steckt jemand anderes, den wir nicht kennen. Er spricht zu uns in Träumen. Und erzählt uns, wie anders er uns sieht, als wir uns selbst sehen. Von Carl Jung. Du kannst sie sehen. Mitten in der Nacht. Maya, Chloe Boyans. Oder Boogie. Krass. Man sieht aber, es ist echt ein kleines Team. Sam, Jamie, Tom und Claire Follen, alle mit demselben Nachnamen, Geschwister. Einen großen Dank an Mark Wilson und Faye Wilkins.
Vielen Dank, dass du A Dead of Night gespielt hast. Jawohl. Halleluja, beim zweiten Durchlauf haben wir es geschafft. Damit haben wir das Spiel A Dead of Night durchgespielt. Halleluja, ey. Halleluja. Ich weiß nicht, ob die Kerze vorher auch schon so abgebrannt war. Aber was ein krasses Spiel. Ja. Was sagt uns das? Hab immer Angst vor Schizophrenie. Nee, aber war schon ein ziemlich, ziemlich geiles Spiel. Haut gerne in den Kommentaren rein. Auch hier von den Leuten, die gerade live mit dabei sind. Wie fandet ihr das Spiel? Also ich muss wirklich sagen, so die Horrorsequenzen waren erstklassig. Für so ein kleines Team, ne? Es sind ja echt nicht viele, die daran mitgewirkt haben und so. Für so ein kleines Team, so ein grandioses Spiel. Hammergeil. Also wirklich nochmal Applaus an die Macher. Aber ab und zu muss ich Haltung einnehmen hier im Stream und deswegen salutieren. Also hammergeil. Echt hammer, hammergeil. Ich wünsche, so mehrere Horrorspiele hätten so einen Horroraspekt wie dieses Spiel hier. Das war echt genial gemacht. Also wirklich geil. Halleluja. Also wirklich Chapeau. Und auch, was es jetzt für uns bedeutet, das war die letzte Folge von A Dead of Night. Ich danke euch viel, vielmals, dass ihr dieses Let's Play durchgeguckt habt mit mir, mit dabei wart. Schaltet auch mit in die anderen Let's Plays. Es werden auch andere Horror-Games mit dazukommen. Jeden Tag kommen hier immer neue Videos mit rein auf YouTube. Deswegen schaut immer gerne da. Wenn es euch gefallen hat, wenn ich euch gefallen habe, dann lasst doch gerne ein Abo da. Lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr unterstützen und mich ebenfalls sehr, sehr freuen. Nochmals vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald, meine Lieben.